Die Kranacher Straße in Konz wird ab Montag, dem 11. August, in einem zweiten Bauabschnitt voll gesperrt. Damit wird die Zufahrt von Trier über Karthaus kommend in die Konzer Innenstadt durch die Kranacher Straße unmöglich. Wir haben uns für die Vollsperrung entschieden, weil eine halbseitige Sperrung mit Ampelanlage zu einem größeren Verkehrserliegen hier in der Stadt Konz geführt hätte, weil wir nicht die notwendigen Aufstellflächen für die Fahrzeuge dort haben. Vom Kreisverkehr mit der blauen Säule am Coxider Platz bis zum Ende der Kranabrücke wird die Straße gesperrt. Schon jetzt sind die Bauarbeiter mit der einen Straßenseite beschäftigt. In den nächsten 8 Wochen soll dann der Streckenabschnitt jeweils einseitig saniert werden. Der Anliegerverkehr wird über die Schiller-, Goethe- und Konstantinstraße umgeleitet. Für den Lieferverkehr gibt es Ausnahmeregelungen. Wer von Trier in die Konzer Innenstadt möchte, muss ab dem 11. August über die Bundesstraße 51 fahren und den Kreisel an der Saarstraße benutzen. In spätestens 8 Wochen soll die Kranachstraße wieder befahrbar sein.